Einen wunderschönen guten Tag und willkommen, liebe Freunde, zu einer brandneuen Folge Ostsee im LS22. Ja, ich bin gerade unterwegs mit einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Döhne. Das ist nämlich das aktuellste Fahrzeug, was wir haben im Projekt, nämlich das HLF20, was ja vor kurzem mit dem Emergency Pack veröffentlicht wurde. Ja, und wir haben heute hier einen Dienstabend in der größten, modernsten Feuerwehr auf der Ostseeküstenkarte. Und mal schauen, was heute so geht, was wir alles machen werden. Ich war schon lange nicht mehr hier. Also diese Kollegen sind scheinbar immer im Urlaub, weil die halt fast nie was zu tun haben, irgendwie gefühlt. Ja, außerdem möchte ich heute so ein bisschen über einzelne Dinge sprechen, die ein ganz, ganz besonderes Spiel betreffen. Ja, seht ihr schon am Titel, am Titelbild auch schon unter anderem. Es geht heute um den, ja, bald veröffentlichen LS25. Ja, das Spiel wird auf jeden Fall rauskommen. Da werden wir auf jeden Fall nicht drum herum kommen. Denn ihr wisst, alle 2 Jahre erscheint ja auch der LS, der Landwirtschaftssimulator für PC und Konsole. Und wir machen erstmal. Wir lassen das Auto erstmal stehen, würde ich sagen hier, ne? Oder? Holen wir die anderen Autos erstmal raus und dann gucken wir? Würde ich sagen. Stellen wir erstmal ein paar Einsatzfahrzeuge von den Kollegen raus, von der Feuerwehr Lörsdorf, und dann quatschen wir einfach mal eine Runde über meine Aussichten bzw. über meine Sachen, die ich mir wünschen würde für den kommenden LS25. Das ist natürlich noch ein bisschen hin, aber trotzdem dachte ich mir so, ich muss unbedingt heute mal ein Video darüber machen, denn es gibt so ein bisschen, was ich darüber gerne euch erzählen möchte. Ich dachte erst so, ich mache so ein kurzes Video, so einen kleinen YouTube-Short. Aber dadurch, dass ich halt so ein bisschen was zu erzählen habe und dass ich das auch ein bisschen besser finde, wenn ihr unter dem Video gerne eure Meinung da lassen könnt, dachte ich mir, machen wir das einfach mal so und verknüpfen das Ganze mit dem Ostsee-Projekt und natürlich mit einem passenden Dienstabend. So, also Gerätekunde steht an. Die Autos können wir gerne erstmal so ein bisschen zusammenstellen. Ich mache mal kurz die Haspeln ab und dann können wir hoffentlich gleich. Warte mal, geht das? Der Abstand reicht, ne? Können wir uns hoffentlich jetzt hier gleich aufstellen. So, wir klappen mal das alles auf. So, so ist in Ordnung, ne? So können wir erstmal hier gut arbeiten. Kommen überall ran an die Fahrzeuge. Aufmachen kann ich, denke ich mal, auch. Ja, funktioniert. So, wir müssen nämlich heute auch mal so ein bisschen die Technik vergleichen, die wir auch hier haben. Das ist ja, wie gesagt, die modernste Feuerwehr, die ich habe im Projekt, und dann halt das brandneue HLF20 der Feuerwehr Döhne. Ja, das ist jetzt auf demselben Niveau, sage ich mal, von der Ausstattung. So, jetzt aber erstmal zu den harten Fakten, Leute. Zum LS25. Ich habe jetzt bisher noch keine weiteren Infos darüber. Ich möchte, wie gesagt, erstmal nur meine persönlichen Sachen gerne im Video hier euch vermitteln. Und fangen wir jetzt einfach mal an, ne? Also normalerweise ist es ja eigentlich ein Landwirtschaftssimulator, ne? Und da wird eigentlich viel Landwirtschaft betrieben, die Felder werden bewirtschaftet, Tiere werden versorgt etc., alles was eben dazugehört, aber es ist nun mal auch anders, ne? Man kann im LS halt viel Sachen machen, zum Beispiel auch die Feuerwehr oder Baustelle oder Autobahnmeisterei, quasi Bauhof führen, das ist ja alles möglich mit den passenden Modifikationen. Ja. Fangen wir jetzt einfach mal an mit der Feuerwehr, da wir jetzt gerade hier auch bei der Feuerwehr Lörsdorf sind. So, das Emergency Pack ist ja vor kurzem für den LS23 erschienen und da merkt man einfach, das harmonisiert. Das ist einfach nur harmonisch, das passt richtig gut mit rein, denn wie ihr wisst, ein Bauer kann natürlich auch in der Feuerwehr tätig sein und ich würde mir jetzt einfach mal wünschen, wenn das auch im LS25 der Fall sein wird. Dass man zum Beispiel irgendwie mehrere Fahrzeuge hat, die man sich auswählen kann, dass man zum Beispiel dann, ich sag mal jetzt ganz spontan, dass man so ein kleines Gerätehaus hat und dass man das dann irgendwie nach und nach aufbaut. Wisst ihr, was ich meine? Also man ist hauptberuflich Landwirt, man betreibt Landwirtschaft, versorgt halt die Tiere, alles was eben dazugehört, und nebenbei ist man dann so,
in einer freiwilligen Feuerwehr tätig und kann dann halt so ab und an Einsätze fahren, wie das jetzt zum Beispiel auch mit dem HLF 20 funktioniert. Bloß, dass man die Einsätze dann irgendwie, ich sag mal, per Anruf reinbekommt oder so. Also, dass man nicht jedes Mal in das Fahrzeug einsteigen muss, um den Einsatz zu starten. Denn hier sieht man das ja. Wenn ich jetzt hier einsteige, gut, ich muss das erstmal zusammenklappen, aber da bloppt gleich so eine Info auf und da steht nämlich jetzt gleich Einsatz starten und dann drückt man eine Taste, nämlich die Taste U. Und dann steht zum Beispiel hier, hallo, es gibt einen Notfall. Ja, wenn man das jetzt bestätigt, dann sieht man auf der Karte, wo man hinfahren muss. Und dann hat man sozusagen einen Einsatz reinbekommen. Das ist natürlich eine richtig schöne Idee. Das funktioniert auch. Also bisher ist die Mod ja noch in der Beta. Also da ist noch viel zu machen. Ne? Bugs etc. müssen da erstmal beseitigt werden. Aber es funktioniert. Ja, und sowas würde ich mir auch gerne wünschen im LS 25. Also dass man, wie gesagt, ganz normal mit neuen Gerätschaften, neuen Sachen, vielleicht auch mit einer kleinen Story im LS25, dass man das erstmal alles hat und dann halt in einer freiwilligen Feuerwehr nebenbei tätig ist. Also das würde ich so hart feiern. Also bisher hat mich der LS wirklich in den letzten Jahren mehr als überrascht. Hätte ich wirklich nie gedacht, dass man jetzt so weit ist, dass das so realistisch aussieht. Also muss man wirklich mal sagen an dieser Stelle. Wenn ich jetzt zum Beispiel den, als blödes Beispiel, jetzt den LS 11 oder den LS 2013 jetzt als Beispiel hier sage, das ist ein ganz schöner Schritt nach vorne, ein gewaltiger Schritt. Ne? Das hört sich vielleicht ein bisschen besser an. Was sich wirklich in den letzten Jahren geändert hat, das ist wirklich mega. Hut ab erstmal von meiner Seite. Ich glaube, ihr seht das genauso. Das ist einfach schön, wie vielseitig es einfach ist. Das reicht ja schon, wenn man hier durch den Shop geht, was man einfach so für Gerätschaften standardmäßig im LS hat. Ja? Abgesehen von den Mods natürlich. Also die Modifikationen entstehen ja quasi durch die Community, die das Spiel hat. Ja, und dadurch kommen dann immer mehr Inhalte ins Spiel hinein und man kann sich austauschen, man kann das probieren, man kann das downloaden, Bewertungen dalassen und das ist einfach mega. Das macht so ein Spiel aus, finde ich. Das ist mega, das gefällt mir und ich bin sehr, sehr gespannt, was in dem nächsten Ableger dieser wunderbaren Reihe alles passieren wird. So, jetzt seid ihr dran, liebe Freunde. Ich bin mal sehr gespannt, wie ihr das seht, ob ihr meine Meinung auch, ich sag mal jetzt bejaht. Also, dass ihr quasi das genauso seht wie ich. Oder habt ihr vielleicht noch weitere Ideen? Also, wenn ihr Bock habt, wenn ihr wirklich möchtet, dann schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Mal sehen, wie eure Meinungen dazu sind. Also, was ihr dazu sagt, was alles dazu so dann rauskommt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Und ja, ansonsten müssen wir uns einfach überraschen lassen. Ne? Mal sehen, was da alles so kommt, was passieren wird. Und was uns auf jeden Fall auch mit der Feuerwehr da irgendwie widerfährt. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob die Hersteller, die Entwickler das auch wieder ganz normal mit reinnehmen. Ich weiß es halt nicht, aber als das Pack halt hier rausgekommen ist für den LS23, für den LS22, Entschuldigung, war es wie Geburtstag und Weihnachten zusammen. Ne? Das kann man ja wirklich nicht anders sagen. Und von daher muss man jetzt einfach gehypt sein, gespannt bleiben, was kommt. Und dann sehen wir weiter. Und ich bin schon sehr, sehr aufgeregt, wenn ich dann irgendwann mal das erste Video aufnehmen kann und euch dann irgendwie alles mal präsentieren kann, was neu ist. Also wenn denn wirklich was dabei ist, was ich jetzt hier im Video erzählt habe, dann fresse ich einen Besen. Das ist nur so ein Spruch, ja. Also das mache ich natürlich nicht. Aber ich meine halt so wörtlich gesagt. Also wenn das irgendwie so zutreffen sollte, dann bin ich echt überrascht. Also mich hat wirklich der Entwickler mehr als überzeugt. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Überrascht. Emotionen rausgehauen. Alles Mögliche. Also, ihr merkt, man kann das einfach gar nicht richtig mehr zusammenfassen, weil man sich einfach mega freut, jetzt auch gerade jetzt im Projekt Ostsee zu sein. Und hier so ein Skript nachzugehen. Nee, es ist ja nicht mal ein Skript, das ist ja alles spontan, was ich hier mache. Aber einfach hier zu sein, das zu sehen, zu spielen, wie realistisch das aussieht, das ist mega. Eine Sache habe ich noch. Ich glaube mal, das ist auch so eine Sache, die sich viele von euch wünschen. Das ist, betrifft die eigentliche Landwirtschaft. Zum Beispiel, wenn man auf dem Feld fährt, dass man wirklich in den Boden einsinken kann.
Ich glaube mal, das ist auch so ein Future, was viele von euch vermissen. Was bisher aber noch nicht so ganz möglich war, mit Modifikation schon. Da konnte man zum Beispiel einiges machen, aber so vom Hause aus, ich glaube mal, das ist wirklich das, was auch viele Leute sich wünschen von euch da draußen. Aber wie gesagt, schreibt mir das gerne. Ich bin sehr, sehr gespannt und vielleicht können wir dann so ein bisschen ausdiskutieren. Einfach mal drüber reden, mal sehen, was ihr für Meinungen habt. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr kommentieren werdet. Ich muss mal hier nochmal kurz gucken. Jetzt ist der Lichtmast oben. Okay, gut. Ja, dann kommentiert einfach mal, Leute. Ne? Haut mal in eure Tasten rein und vielleicht werten wir das in der nächsten Folge aus, je nachdem, wie viel ihr geschrieben habt. Und jetzt müssen wir uns erstmal ganz kurz hier auf den Dienstabend konzentrieren, denn ich wollte jetzt hier nicht nur so ein paar Infos rauskloppen zum LS25 bzw. Wünsche zum neuen Ableger, sondern wollte hier eigentlich ganz gewohnt das Ostsee-Projekt weiterführen. Und deshalb machen wir jetzt eben mal ein bisschen noch weiter. Ich stelle das mal ganz kurz alles hin. Die Haspeln haben wir jetzt erstmal abgestellt, die ich auch richtig cool finde. Also die kann man wirklich separat im Shop kaufen und kann die dann hinten an das Fahrzeug ranmachen. Ist schön, oder? Sehr, 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 sehr cool ist das alles hier. So, hier noch Tür auf. Hier können wir noch das hydraulische Rettungsgerät rausziehen. Hier ist noch ein Fach. So, die Kollegen aus der Feuerwehr Döhne sollen sich nämlich auch mal so ein Beispiel machen, wie das zum Beispiel hier aufgereiht ist. Das sind ja auch zwei unterschiedliche Firmen. Ne? Das ist einmal Schlingmann, das ist Rosenbauer. Ne? Also da ist auch jede Firma anders aufgebaut. Jeder hat seine Vor- und Nachteile, finde ich. Hat der eigentlich einen Lichtmast? Der hat einen Lichtmast. Funktioniert der auch? Nee, ne? Doch, der funktioniert. So, den müssen wir erstmal hier zurechtdrehen. So, genau, hier ist das Licht. Könnt ihr auch gerne mal schreiben, welchen Lichtmast ihr besser findet. Also ich bin ehrlich gesagt ein richtig großer Freund von Rosenbauer. Ist nichts gegen Schlingmann oder so. Ich mag jeden Fahrzeughersteller, Aufbauer, was auch immer. Aber Rosenbauer, ich weiß nicht, da fühle ich mich einfach wie zu Hause. Keine Ahnung warum. Das ist schon ewig so. Ne? Rosenbauer ist halt so meine Firma, die ich wirklich ins Herz geschlossen habe. So. Funktioniert, Licht ist an. So, der Unimog hat natürlich auch noch so einen kleinen Lichtmast. Also der ist ja wirklich richtig, richtig, richtig klein, ne? So, wir drehen den mal ganz kurz hier zur Seite. Am besten auch in die Richtung, würde ich sagen. Ne? So. Ist aber schön, dass es solche Technik gibt. Also ohne Lichtmast im Dunkeln wäre alles ganz schön schwierig. Stellt euch mal vor, das wäre richtig dunkel. Man hätte jetzt bloß das ganz normale Arbeitslicht oder das ganz normale Abblendlicht vom Einsatzfahrzeug und das war's. Da macht der Lichtmast schon ganz schön was aus. Macht wirklich die Nacht zum Tag. Das ist schon feine Technik. Also auch bei der Feuerwehr sieht man mal, ne, wie krass sich das einfach weiterentwickelt, wie die Technik einfach auf den aktuellsten Stand ist. Das ist einfach nur mega. Hätte man sich damals alles gar nicht vorgestellt. Und das ist zum Beispiel jetzt auch im LS22 hier. Bis dann irgendwann der LS25 erscheint. Warum komme ich denn jetzt nicht hoch? Da fragt man sich dann auch. Wow, krass. Das hätte ich mir auch schon damals gewünscht. Aber das ist ja neuer Standard. Ne? Nach dem Motto. Also auf jeden Fall müssen wir uns überraschen lassen. Und ihr kommentiert ganz fleißig unter dem Video. Der Dienstabend ist erstmal durch. Wir haben uns jetzt erstmal alle Fahrzeuge angeguckt. Das sollte jetzt erstmal reichen. Und ich hoffe, euch hat dieses Video mal gefallen. Das ist ja mal ein bisschen was anderes gewesen. Ne? Also, ja, kleine Info, LS25, dann Dienstabend im Projekt Ostsee im LS22. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, Leute. Vielen Dank fürs Einschalten. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Da wird es dann ganz normal weitergehen mit den neuen Folgen. Und bis dahin würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, das müsst ihr mir versprechen. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns und bis später, würde ich sagen. Haut rein. Ciao.